Hallo, hier ist Marita und ich möchte mal wieder ein Video machen und zwar zu dem Thema Islandpferde. Was bedeutet ihre Herkunft für uns? Um sinnvoll mit einer Pferderasse umzugehen, ist es wichtig, die Vorgeschichte dieser Pferderasse zu kennen, zu wissen, wo diese Pferde gelebt haben und wo sie leben und für welche speziellen Fähigkeiten sie gezüchtet wurden. Das gilt natürlich auch für Islandpferde. Die Islandpferde kamen ursprünglich mit den Wikingern nach Island. Vorher gab es keine Pferde oder Wildpferde auf Island. Seit circa 1000 Jahren werden sie reingezüchtet. Das heißt, wenn ein Islandpferd Island verlassen muss, zum Beispiel für ein großes Turnier, dann darf es nicht mehr zurückkehren und es werden auch keinerlei Pferde nach Island eingeführt. Die Pferde waren und sind in Island mit ziemlich widrigen Zuständen konfrontiert. Es gibt sehr starke Witterungsschwankungen, es gibt immer relativ wenig Futter und es gibt ein sehr unwegsames Gelände. Früher und auch heute sind sie zeitweise komplett auf sich allein gestellt. Hier zeigen sie ihre beeindruckenden Fähigkeiten. Sie finden Futter und Wasser überall. Sie können sich in jedem Gelände und in jeder Witterung orientieren. Und sie sind auch in brenzlichen Situationen, finden sie eine Lösung. Sie finden ihren Weg in Schnee, Eis und Flüssen. Die Menschen in Island haben ihren Pferden immer wieder ihr Leben anvertraut. Es gibt viele alte Geschichten, wo Menschen, zum Beispiel weil sie einen Arzt holen mussten, dem Pferd einfach den Zügel auf den Hals gelegt haben und das Pferd hat sie dann durch Flüsse, über Schneewehen, durch Schneegestöber sicher nach Hause gebracht. Und sie haben sicher einige Leben gerettet. Die Reiter in Island, die sich übrigens nicht Reiter nennen, sondern Pferdemenschen, schätzen diese Eigenständigkeit der Pferde, die man vielleicht auch Sturheit nennen könnte. Manche Untergruppen der Islandpferde werden sogar speziell auf diese Eigenständigkeit hingezüchtet. Ohne Pferde hätten die Menschen in Island nicht überlebt. Die Pferde sind für alles zuständig, für Transport, Reiten, Fahren, Spaß, Feldarbeit und sie wurden auch zur Ernährung eingesetzt. Und geschätzt wurde immer ihr Vorwärtsgang und sie haben ja auch diese zwei speziellen Gangarten, also nicht alle, aber viele, und zwar den Tölt und den Pass. Islandpferde können in der Natur überleben, auch ohne Menschen. Für uns Menschen ist ja die Natur immer die Naturgewalt, aber für die Pferde ist die Natur ihre Heimat. Diese Vorgeschichte müssen wir respektieren, wenn wir mit Islandpferden umgehen. Sie sind keine Schoßhündchen und auch keine Befehlsempfänger, sondern haben ihre eigene Meinung zu Dingen, mit der man umgehen können muss. Zwang und der Wille des Menschen, das Pferd einfach zum Befehlsempfänger zu degradieren, werden mit Islandpferden nicht gelingen. Man muss auf die Suche nach der Kooperation gehen. Und das ist nicht immer einfach. Verlangt auch sehr viel Flexibilität und Einsichtsfähigkeit von Menschen. Wenn in Island zum Beispiel ein Pferd nicht über eine Schnee- oder Eisfläche gehen will, dann wird der isländische Reiter immer überlegen, ob es vielleicht einen ernstzunehmenden Grund gibt und eventuell das Pferd den Weg suchen lassen oder sogar umkehren. In Deutschland ist es ja eher üblich, dass man dann versucht, das Pferd zu zwingen. Diese Suche nach der Kooperation ist nicht einfach, aber im Gegenzug bekommt man einen stolzen, vertrauensvollen und treuen Partner, der nicht unterjocht wird, sondern der mitdenken darf und das auch gerne tut. Vielen Dank fürs Zuhören.